wunderschönen guten Tag, ihr lieben Schmelzhasen. Heute haben wir auch wieder ein spannendes Thema für euch mit am Start, nämlich 3D-Drucker im Selbstbau, also sprich Drucker wie den Voron, VZ-Board, The 100 und wie sie alle heißen. Und mit mir dabei ist heute der Marius aka Moons 3D-Welt. Herzlich willkommen, Marius. Ja, danke für die Einladung, Maggie. Gerne. Ja. Marius, du hast jetzt mit mir schon öfters mal im Discord nach den Livestreams ein bisschen gesprochen, beziehungsweise wir waren so in der Runde und haben öfters mal ein bisschen gefachsimpelt. Du hast ja jetzt auch schon einiges an 3D-Druckern selbst gebaut. Wie ist denn bisher so dein Verlauf? Was ist denn deine Erfahrung, die du bisher so gesammelt hast in der ganzen Branche sozusagen? Also fangen wir mal an, vielleicht für jeden, wie man so in die Selbstbaugeschichte reinrutscht. Ich habe 2018 mit dem Thema 3D-Druck angefangen. Mhm. Hatte damals einen ganz normalen Ender 3V2. Und war halt auf der Suche nach was Größerem. Und ich bin halt so ein bisschen technisch versiert und habe mir dann damals einen Tronxi X5 SA gekauft. War der größte und schlimmste Fehler meines Lebens, weil die Dinger out of box so gut wie nie funktionierten. Ja. Und man hat schon am Ende Hotend auf Direct-Extruder umgebaut und bessere Bauteilkühlung und so ein Kram. Wo wohl jeder 3D-Drucker irgendwann mal durch muss, früher oder später. Ja. Und dann bin ich auf das Projekt aufmerksam geworden, VZ-Bot. Mhm. Und habe dann gesehen, aha, guck mal, da ist jemand, der hat angefangen, sein VZ-Bot zu verbessern mit Linear-Rails und Co. Und das ist eigentlich der Grund, warum es die VZ-Bots überhaupt gibt. Schlussendlich ist das Ganze jetzt so weit, dass ich jetzt meinen 8. VZ-Board baue. Mhm. Also nicht alle für mich, sondern auch für Kumpels und so. Von den 8 VZ-Boards waren 2 Kits dabei. Mhm. Die gibt es auch seit letztes Jahr, direkt von Mello. Mhm. Und ich habe einen Voron 2.4 gebaut für einen Kumpel. Ja, das ist so ein bisschen der Werdegang. Mhm. Ähnlich wie bei mir. Ich habe damals die Ender 4 gekauft. Das waren ja auch solche Cube-Drucker sozusagen, wie man sie damals genannt hat. So ein Würfeldrucker, weil sie halt komplett eingerostet waren. Aber es war kein Core XY, wie man so heute die gängigen Modelle wie von Bamboo oder Creality und Co. kennt, sondern es war ein H-Bot. Und der konnte einfach nicht rund drucken. Und ich habe einer Bekannten auch einen mitbestellt entsprechend. Und die hat dann auch gesagt, hier, komm, hast das Teil wieder zurück. Das funktioniert auch hinten und vorne nicht. Bei meinem ist mir das Netzteil um die Ohren geflogen. Und ich habe mir gedacht, okay, damals hatten wir einen Stammtisch gehabt. Und ich habe gedacht, ja, ey, geil. Der hat sich ein Voron 2 gebaut. Und ich könnte ja auch mal sowas, ein Voron 1.8 sowas. Und ich könnte ja auch mal sowas in der Richtung eigentlich bauen. Und ich habe ja hier noch den Ender 4 zweimal stehen, vielleicht könnte ich den umbauen und jetzt sind wir so ein paar Jahre später, sind wir so weit, dass ich den gerade umbaue. Aber ja, im Prinzip ging es bei mir ähnlich. Ich habe auch den Prusa MK3 und einen anderen kleinen Drucker noch da stehen gehabt, den Hicktop i3 Klon und ich wollte mal was Größeres haben. Ja, und dafür sind die Drucker, denke ich mal, ideal. Das waren so damals die ersten Drucker neben dem K1 Max, die man so heute bekommt. Ja, das war ja damals noch nicht, dass man sich da mal was in eigener Größe basteln konnte. Was ist denn jetzt aber, du hast gesagt VZ-Bot. Es gibt jetzt einmal den Voron. Den kenne ich jetzt zumindest mal sehr, sehr gut. Und es gibt den VZ-Bot. Was sind jetzt zwischen den zwei eigentlich die Unterschiede? Also die Unterschiede bei einem, also zwischen einem Voron, also ich kann jetzt einen direkten Vergleich zwischen einem 2.4er und der ganz normalen VZ-Bot-Konfiguration ziehen. Mhm. Ist halt die Einfachheitshalber, wie der Drucker überhaupt mechanisch aufgebaut ist. Mhm. Wir reden hier über einen Drucker, der wahnsinnig schnell drucken kann und das auch lange und dauerhaft. Mhm. Und ich habe nichts gegen Voron, nicht falsch verstehen. Aber diese ganze Konstruktion mit diesen ganzen vielen Teilchen, wo das Gantry rauf und runter fährt, ist für mich als ehemaliger Handwerker immer ein Punkt, wo sagt, das kann kaputt gehen, das kann kaputt gehen. Und schlussendlich sind ja auch nur Druckteile. Ja. Und inzwischen kriegt man für den VZ-Bot auch komplett CNC-gefertigte Teile. Also sprich die Motorenhalterung, die Betthalterung. Also dieser ganze Aufbau ist halt unwahrscheinlich, also wahnsinnig stabil
Und du hast halt nicht wie bei den häufigsten Büros, dass du nur ein 24-Volt-System hast, sondern du hast die Möglichkeit, vier Motoren für X und Y zu haben, also 2X, 2Y, also so ein sogenanntes ABD-System. Und die Motoren laufen auf 48 Volt. Das sorgt wieder für mehr Kraft und eine größere Beschleunigung. Und die ganze Geschichte positioniert sich halt vom Druckkopf her genauer, würde ich jetzt mal titulieren. Und von der Haltbarkeit her sind diese Drucker unwahrscheinlich einfach zu warten. Ne? Du hast halt drei Linearschienen, also zwei für Y, eine für X. Und das war's, was du an beweglichen Teilen hast. Und die Spindel halt dann für die Z-Achse nochmal fürs Bett. Ja, Z-Spindel rauf und runter. Du hast die vier Rods, wo das Bett quasi dran aufgehangen ist und rauf und runter fährt. Dann hast du die Möglichkeit, das halt als Dual-Z-Setup zu fahren, damit du Bett-Tilt benutzen kannst. Also du kriegst halt die unterschiedlichsten Mods, also gerade für das Bett, ob du jetzt ein Kinetic-Bett zum Beispiel von Vertrek machst, so alle vier Seiten aufgehangen oder ein Triple, das bleibt dir vollkommen selber überlassen, weil da sind die vom VZ-Bot-Team oder vom Projekt her sehr, sehr offen. Das ist jetzt zum Beispiel nicht so wie bei den Büros, wo du halt deine Kids hast, deine vorgefertigte Liste und wenn du nicht daran hältst, hast du ein Problem. Ja, also die, ich sag mal, CNC-gefrästen Teile, die du erwähnst, die kenne ich auch schon von Voron her. Die gibt's ja auch für den Voron Zero und sowas in Richtung. Mir haben die nie so gerne gut gefallen, weil es ja immer nur so ein, zwei, drei, vier Farben gab oder sowas in Richtung. Klar, die sind stabiler. Aber wie du schon sagst, diese Flying Gantry, zum Beispiel mal beim 2.4, den ich gerade baue, das ist halt im Prinzip eine schwebende Achse, im Prinzip so eine Halterung für die XY-Achse. Da hängt der Druckkopf drin und die bewegt sich quasi und das Druckbett ist erstmal bei dem 2.4 fest. Und das kann natürlich fehleranfällig sein, weil man da so unheimlich viele bewegliche Teile hat. Allein gestern im Stream hatten wir ja die Achsen zusammengebaut für die Z-Motoren. Das ist schon ein sehr, sehr komplexes Teil, muss man einfach sagen, mit zwei Pullis drin und Kugellager und allem drum und dran. Das ist auch was, wo ich sage, das schreckt wahrscheinlich viele Leute ab, das Ding überhaupt zu bauen. Und du musst dir halt auch die Teile alle, was recht viele sind, in ABS drucken. Ja, das heißt also, du brauchst erstmal einen Drucker, der die Möglichkeit hat, überhaupt ABS-Teile zu drucken. Und da kann ich schon sagen, ja, ich hab auch schon mal so ein bisschen mit dem VZ-Board geliebäugelt, weil da ist das ein oder andere, was mir dran gefällt. Das mit dem 48 Volt wusste ich jetzt noch nicht. Das ist natürlich auch schon hochinteressant. Wo liegt denn so ein VZ-Board? Du hast ja jetzt schon ein paar gebaut. Wo liegt denn das Teil preislich jetzt ungefähr gesehen? Also die Frage muss man sich erstmal stellen, wo man hin will. Was für eine Qualität der VZ-Bot haben soll, ob er eingehaust werden soll, ob er ein 48-Volt-System hat und zum Beispiel, ob du nicht vielleicht so ein Tronxy X5 SA da stehen hast, dann kannst du von diesem Drucker zum Beispiel viele Teile benutzen. Du kannst das 24-Volt-Netzteil benutzen, du kannst das Heizbett benutzen, du kannst die Rods benutzen und solche Sachen. Also einen gut funktionierenden VZ-Bot, preislich, wenn man ihn selber sourced, kann man, wenn man gut einkauft, vielleicht auch gebrauchte Teile kauft, mal irgendwo Mainboard von eBay Kleinanzeigen und Co., kann man so ein uneingehaust so zwischen 800 und 1000 Euro bauen. Dann kommen wir an so eine Zwischenstufe, also ich sag jetzt mal so gehobenere Mittelklasse. Da sind wir dann schon mal so bei 1200 bis 1400. Und wenn du wirklich High-End haben willst, sprich komplett Motoren mit Wasser gekühlt und komplett eingehaust und vernünftige Motoren, also in Anführungsstrichen vernünftige Motoren, ein top aktuelles Board, vernünftige Treiber, dann liegst du mit CNC-Teilen irgendwo so bei 1800 Euro. Also es gibt inzwischen komplette Full-Kits von Mello. Da sind auch nur CNC-Teile drin. Das liegt, wenn du es in Deutschland kaufst, ungefähr bei 1900 Euro. Ja. Das ist aber Rahmen, also das ist ein Full-Kit. Ne? Da ist wirklich alles drin. Das Pi-Display. Das heißt, wie damals die alten Drucker, wie ich gucke jetzt hier gerade auf meinen Hicktop E3-Klon, dass da wirklich alles dabei ist, dass du direkt loslegen kannst, das Ding zusammenzubauen am Ende des Tages. Wenn du es schaffst, entsprechend steht das Ding zusammen, da gebaut, da dann entsprechend auf dem Tisch. Ja, am Ende vom Tage,
würde ich nicht sagen. Ja. Für jemanden, der das noch nicht gemacht hat. Der Vorteil bei den Mellow Kits ist halt, du hast halt oben das Gantry, hast du halt komplett fertig. Mhm. Da tropfst du einfach nur noch oben auf den Rahmen drauf. Ja. Aber du musst Mainboard verkabeln, also anstecken und den ganzen Kram alles. Content verbauen, Printhead, das musst du trotzdem machen. Aber ich würde sagen, wenn du schnell bist, kannst du das an 2-3 Abenden zusammenbauen. Ja, ja. Zusammenbauen. Ja, ja. Ich meine, ich habe jetzt auch den Voron 2.4, der liegt preislich ungefähr in der gleichen Liga. Ja, das, was ich jetzt da an Kit habe, sind 1600 Euro, inklusive, wie heißt es, Einhausung. Aber da ist halt keine Wasserkühlung und nichts dabei. Ja, 1500, 1600 Euro für einen 300er. Wohlgemerkt, also 300 mal 300 mal 300 Millimeter. Aber da bist du auch schon mal so irgendwas um die 10, 15 Stunden. Je nachdem bist du durchaus beschäftigt. Also wir haben gestern ja im Stream noch mal so 2 Stunden dran gebaut. Da haben wir jetzt nur die Z-Motoren zusammengebaut. Das ist schon einiges. Das ist also nicht so wie beim, naja, ich sag mal, Prusa Mini oder beim Creatica 1, wo du das Ding auspackst und nach 20 Minuten ist das Ding einsatzbereit, sondern da musst du halt schon richtig Hirnschmalz investieren, damit das Ding zusammengebaut bekommst. Aber ja, da hat man ja auch einige Vorteile. Ne? Wovon du aber noch im Vorfeld musst du ja bei Voroni Teile noch alle drucken. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Aber wenn du den VZ-Bot sourced, selbst sourced, also sourcen bedeutet, man sucht sich die Teile zusammen, bestellt die alle und hat dann im Prinzip so ein Paket am Schluss, das man dann zusammenbauen kann, so ein komplettes Kit. Aber ja, das hast du ja im Prinzip beim VZ-Bot, wenn du sagst, okay, du möchtest jetzt nicht irgendwie die gefrästen Teile haben, hast du das ja im Prinzip auch, oder? Ja, 3D, also die Teile kannst du nach wie vor drucken, klar. Das ist immer so ein Grad von den Kosten. Also du brauchst jetzt für den VZ-Bot ungefähr so, ich sag jetzt mal so 1,5 Kilo, wenn du mal hier und da einen Druck versaust. Kannst du mit ABS, ABSX, ASA, kannst das ganz gut drucken. Ja. Allerdings kosten zum Beispiel die Motorenhalterung, ich glaube, für die hinteren sind es 45 bis 50 Euro, dasselbe für vorne. Mhm. Und für das Printhead sind es, glaube ich, aktuell irgendwie um die 75, 80 Euro. Ja. Also wenn man das mal zusammenrechnet und dann den Materialpreis mit dem Strompreis abzieht, ja, also würde ich sagen, kommst du so auf natürlich 2/3 der Kosten. Also ja, man muss natürlich auch sehen, von Erwartung her, ne, dass so ein Druckteil nicht unbedingt genauso lange hält wie so ein CNC-Teil. Ja. Das ist natürlich auch klar. Mhm. Aber jetzt hast du schon ein paar Erfahrungen wahrscheinlich mit CNC gefressen Teilen. Wie ist denn das, wenn ich jetzt hingehe und mache so eine Motorhalterung, schraube ich jetzt zum Beispiel einfach so blank an den Rahmen dran? Gibt das nicht irgendwelche Geräusche? Das ist immer das, was ich so im Kopf habe, so, das ist Metall auf Metall. Das nee, eigentlich nicht, nicht. Weil dieser ganze Aufbau vom VZ-Bot ist eigentlich sehr, sehr ruhig und stabil. Mhm. Also nicht, dass irgendwas in Schwingungen geraten kann. Okay. Ich glaube, ich weiß schon, worauf du so ein bisschen hinaus willst. Und zwar gibt es ja von Chaos noch was. Gibt es ja für den Varon, gibt es ja CNC-Teile. Ja. Und ich kenne die CNC-Teile und ich weiß, dass so ein Varon 2.4 mit CNC-Teile lauter wird. Ja. Ja, habe ich auch schon mal das ein oder andere gehört, wo ich gesagt habe, nee, brauche ich jetzt nicht unbedingt halt entsprechend. Wo ich gesagt habe, okay, dann könnte man nochmal eine Dichtung oder irgendwas dazwischen bauen, so ein Dämpfer oder irgendwas in der Richtung, dass das halt leiser wird, ja. Ja, ja, also im Grunde genommen ist der ganze Drucker an für sich schon relativ leise gestaltet, bis auf CPAP, wenn man sie benutzt. Das ist so eine Bauteilkühlung aus so einem Roborock-Saugroboter. Und das ist halt, also man muss sich halt vorstellen, umso schneller du drucken willst, umso mehr Bauteilkühlung brauchst du. Ja. Und wenn du so eine CPAP benutzt, also das ist schon wie so ein Laubbläser. Also wenn du PLA drucken willst, so, ich sag jetzt mal so mit 1000, 1500, 2000 Millimeter die Sekunde, dann hört sich das an wie ein Staubsauger halt, ne? Aber kriegst du das dann auch mit den Geschwindigkeiten einfach so verdruckt? Ja. Weil irgendwann hört ja das Material auch dann mit der Flüssigkeit her entsprechend so flüssig, wie es werden kann, und dann auch auf, wo die Grenzen gesetzt sind vom Material her, ne? Ja, du hast ja dann nicht nur oben die Bauteilkühlung, sondern du hast wie beim K1 oder an der Seite nochmal einen großen Lüfter, ja. RSCs 270, 30er Lüfter, und die pusten halt nochmal zusätzlich Luft da drauf. Ja, ja, okay. Aber das ist, also
du wirst nicht ständig mit 1000, 2000 Millimeter die Sekunde drucken. Nein, nein, um Gottes Willen. Also ich sag mal so, auch dieser ganze Hype, das hat ja auch M-Box in seinem Video schön erklärt, halt entsprechend, dass das auch nicht immer das Wahre ist und wie es überhaupt berechnet wird und alles drum und dran, dass diese, ich sag mal, wir haben K1C jetzt da drüben, 600 Millimeter pro Sekunde halt auch nur so ein Hype-Wort ist, so ein Schlagwort ist, was genau die Hersteller raushauen, damit sie halt ein bisschen was haben, wo die Leute sich dran orientieren können. Und da kommen wir dann zu dem nächsten Punkt, die wahre Geschwindigkeit von so einem Drucker, ne? Ja. Ich kann sagen, dass so ein VZ-Bot real echte 20.000er Beschleunigung bei so 450 bis 600 Millimeter macht. Ja. Und das 24/7. Ja. Und immer. Es kommt natürlich darauf an, was du druckst, wie groß das Teil ist. Ist immer abhängig, weil wir wissen beide oder alle, dass die meiste Geschwindigkeit holst du halt über das Infill raus. Ja. Da holst du halt die Geschwindigkeit. Und wenn du dann die ganzen Komponenten darauf ausgelegt hast und dann ein Hotend hast, was 110 Kubikmeter Millimeter die Sekunde kann, dann weißt du, wo die Reise hingeht. Also ich lasse meinen VZ-Bot, ich habe einen 400er noch, den lasse ich zum Beispiel daily so ABS-X drucken, so zwischen 450 und 600 Millimeter bei 25.000er Beschleunigung. Okay, das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Das ist schon schneller als mein K1C jetzt da drüben, ja. Es ist halt, also er kann schneller, ja. Der ganze Aufbau ist halt für Geschwindigkeit gemacht, ne? Ja. Es ist halt, aber das ist dann halt auch nur mit 48 Volt für die Motoren, passende Kühlung und sowas alles. Ja. Das kommt dann halt, wie gesagt, alles da zum Tragen. Und das Material natürlich, ne? Das muss es können. Jetzt hast du eben die Kits von Mello angesprochen. Die habe ich jetzt auch schon gesehen, die habe ich auch schon im Schirm gehabt, weil ich glaube, du hast mich auch schon mal drauf angesprochen, Maggie, bau doch mal endlich einen VZ-Bot. Und habe ich mir die Kits mal angeguckt. Die sind, finde ich, super interessant. Und der Vorteil, den ich daran sehe, das haben wir auch gestern nach dem Stream nochmal im Discord besprochen, ist einfach, dass man erstmal alles zusammen hat. Also ich weiß, bei meinem Voron 2.2, der da steht, den ich gebaut habe, dann habe ich vor der Pandemie angefangen, die ganzen Teile zu sourcen. Und habe dann im ersten Lockdown alles soweit gehabt, bis auf die Druckteile, und habe angefangen, die Teile zu drucken. Und dann haben die den 2.4 vorgestellt. Und alle kamen so, Michi, bau doch den 2.4, du brauchst nur dann noch eine Linearschiene und dann noch das. Wo ich so gesessen habe und so, nee, das mag ich eigentlich gar nicht. Weil, naja, habe ich so ein 2-Punkt-irgendwas oder so ein 2.3 oder 2.35 oder hast du nicht gesehen? Ja, das möchte ich eigentlich gar nicht. Und du hast mir gestern im Stream so ein bisschen das Ganze bestätigt, dass ich da gar nicht so falsch drin liege. Weil ihr habt die Diskussion gehabt, dass bei dem Kollegen da jetzt entsprechend der Drucker dann auch, ha, nee, pass auf, dass du das nicht einbaust, sondern guck, dass das alles zusammenpasst und sowas in Richtung. Wie sind denn deine Erfahrungen in der Richtung? Ich bin der Meinung, dass man diese ganze Geschichte, egal ob man jetzt so einen Drucker selber sourced oder halt als Kit kauft, ja, so einfach wie möglich hält. Ja. So, dass du hinterher bei der Installation und bei der Konfiguration, was ja noch ein ganz anderes Thema ist, also ich kann ja genommen jeder so einen Drucker zusammenbauen, mit einer Anleitung. Aber dass der out of box mit so einer Grundkonfiguration läuft. Ja. Nicht, dass ich jetzt mittendrin sage, pass mal auf, das gefällt mir, da gab's noch ein Upgrade, da gab's Mods. Und dann baust du das zusammen und nichts funktioniert. Ja. Und nichts gibt Schlimmeres, als wenn du voller Vorfreude so einen Drucker zusammenbaust und bist richtig heiß darauf, das Ding einzuschalten. Und du stellst dann fest, Mist, das Ding funktioniert so nicht. Genau. Das ist halt, und das ist halt das Schöne, egal ob du jetzt ein LDO-Kit oder halt so ein Mello-Kit nimmst. Mhm. Wobei bei Mello ist halt wirklich alles drin. Da ist das Hotend drin, da sind die Lüfter drin. Da ist wirklich der Pi drin. Also das ist wirklich, ja. Auspacken, loslegen. Ja, auspacken, loslegen. Du musst ja keine Gedanken mehr drum machen. Ja. Ja, das ist das, was mir bei den Voron-Kits manchmal so ein bisschen nervt, weil dann nochmal dabei steht, ja, da ist jetzt kein Raspberry Pi mit dabei oder du musst die Druckteile nochmal selbst besorgen. Und dann gibt's halt dieses Voron-PIF Print in Fact, Printed Forward Programm, was dann halt so ein bisschen, ja, ich sag mal, Geschmäckle hab, weil ich habe auch schon mal mit einem gesprochen, der im PIF-Programm gedruckt hat und dann kam ein Kunde und meinte so, nee, man sieht ja hier die Layer-Lines, das gefällt mir ja gar nicht, und hat sich dann beschwert und dann ist derjenige aus dem PIF-Programm erstmal rausgeflogen, musste sich nochmal neu bewerben und alles drum und dran. Das ist schon ziemlich aufwendig, kompliziert und alles.
Ja, ja, ich also auch so ein ähnliches Programm für die Druckteile beim VZ-Bot. Ja. Aber ich bin der Meinung, dass wenn du dir so einen Drucker baust, auch deine Teile selber drucken solltest. Ja. Weil egal, also sobald du Geld für irgendetwas bezahlst, was jemand anders als Dienstleistung für dich fertigt, dann hast du eine recht hohe Ansprüche. Ja. Und die Ansprüche von dem einen sind nicht die Ansprüche von dem anderen. Ja, absolut. Gerade im 3D-Druckbereich, wo der eine sagt, boah, die Layer sehen aus wie geleckt, da sagt der andere, die sehen total kacke aus, ne? Ja. Das ist halt das große Problem. Absolut. Was ich natürlich schön beim VZ-Bot finde, ist diese Offenheit. Also bei den Kids, klar, hast du eine geschlossene Konfiguration und alles, aber wenn du denn selber sourcest, hast du die Möglichkeit, ein anderes Board zu nehmen, andere Treiber zu nehmen, anderes Hotend zu nehmen, andere Lüfter zu nehmen, andere Linear-Rails zu nehmen, also vom Hersteller her. Also da ganz nach dem Motto, you get what you pay. Ja, ja gut, das musst du ja auch teilweise, wenn du guckst, jetzt halt beim Boron-Team zum Beispiel mal sitzt das Entwicklerteam, ich weiß nicht, wie es beim VZ-Board ist, aber das sitzt halt in den USA. Ja, das heißt also, die Teile, die in den USA bekommen, die kriegst du hier in Deutschland oder in der Schweiz zum Teil gar nicht. Das heißt also, du musst auch beim Material, beim Filament, ja, da musst du schon mal auf andere Produkte quasi ausweichen, die du zum Verbauen nimmst. Ja, das geht ja teilweise gar nicht anders, ja. Allein das Material, ich weiß, damals beim Voron war es Paramount ABS, was sie genommen haben. Dann haben sie gemerkt, okay, das gibt's halt nur in den USA, das ist halt nicht so weit verbreitet. Dann haben sie auf KVP, was dann auch erstmal nur in den USA gab, gewechselt. Haben aber als Ersatz noch Isan ABS Plus, nicht PLA, ABS gewechselt. ABS Plus. Genau, ja. ABS Plus. Und das war halt so eine semi-optimale Lösung, fand ich jetzt an sich, für so einen Drucker halt, ja. Und also das, beim VZ-Bot ist es halt so, die sagen dir, was für Material du halt mindestens nehmen musst. Mhm. Aber die schreiben dir nicht vor, was für Material du nehmen musst. Ja. Die sagen dir zwar die und die Drucksettings. Ja. Aber im Grunde genommen, also es unterscheidet sich so ein bisschen, ob du so einen eingehausten Drucker hast oder halt einen offenen Drucker. Also das bleibt dir halt auch selber überlassen. Ne? Ja. Und ein eingehauster Drucker wird halt innen drin wärmer als ein offener. Ja. Das ist natürlich auch klar. Und da sind die Materialanforderungen für die Druckteile natürlich nicht so hoch. Ne? Am besten sind natürlich bei einem geschlossenen Drucker immer CNC-Teile. Ja. Die verziehen sich nicht. Jein, also verziehen kommt drauf an. Aber ich meine jetzt nicht durch eine Hitze beim Druckbett oder sowas in Richtung. Da hast du jetzt halt nicht, dass du, das war ja beim Voron Zero so ein Riesenproblem am Anfang, dass sie halt diese Druckbetthalterung aus ABS gedruckt haben. Und dann ist das Druckbett halt hochgeheizt und dann ist es vorne abgesunken. Kippt vorne ab, genau. Genau. Und diesen Punkt hast du halt, also wenn du jetzt zum Beispiel deine Teile mit ABS-X druckst und sagst, du willst jetzt einen eingehausten Drucker eventuell noch mit aktiver Bauraumheizung haben, da hast du halt ein Problem ab so einer Temperatur, Innenraumtemperatur so von 80 Grad. Ja. So, ab 86 Grad fängt das ABS-X, weil es halt technisch modifiziert ist, ABS, damit man es halt offen drucken kann, fängt an zu erweichen. Ja. Und dann nimmt man halt klassisches ABS oder halt ASA, weil da Temperatur, also die Erweichungstemperatur höher ist. Aber bei CNC-Teilen kommt es halt immer drauf an, hast du Stahl, hast du Alu, hast du eventuell Titan, sind Sachen gepulvert und du hast ja eine gewisse Materialausdehnung vom Material her. Und das war zum Beispiel damals, als ich den 2.4er gebaut habe und dann erst mit Druckteilen und dann kam der irgendwann an, weil die Druckteile halt ständig kaputt gingen, kam er an mit so einem Satz CNC-Teile. So, und dein Drucker ist eingehaust und dann gab es mit den ersten CNC-Teilen halt Probleme, dass die Teile plötzlich anfingen zu klemmen. Zu was? Zu klemmen. Ach so, zu klemmen, okay, ja. Ja, und das war halt das Problem der hohen Genauigkeit. Ja. Und Baron-Drucker brauchen immer so ein gewissen Spiel, auch in den Druckteilen, damit die halt funktionieren können. Das haben die inzwischen im Griff gekriegt. Nach der dritten oder vierten Charge funktionierte das. Aber wenn man dann halt so Teil, also damals hat so ein CNC-Kit für so einen Veron 2.4, ich glaube, $450 gekostet. Ist eine Menge Geld, die du da ausgegeben hast.
und das dann halt nicht funktioniert, dann bist du natürlich auch schädlich. Ne? Ja, klar. Aber das kannst du... Bestes Beispiel ist zum Beispiel, also bevor es die Kits gab, gab es so ein, zwei Firmen in Deutschland, die CNC-Teile für Simon, also der Projektgründer, gefertigt hatten. Das war in Deutschland F3D. Mhm. Okay. Jetzt, seitdem es die Kits gibt, macht halt Mello die Sachen. Man merkt halt qualitative Unterschiede zwischen den Teilen von F3D und von Mello. Mhm. Aber wenn du keinen direkten Vergleich hast und du, ich sag jetzt mal so, auf Sachen aus der EU Wert legst, dann sagst du, wow, die Teile sind genial. Ne? Ja. Die entsprechen immer noch den Materialvorstellungen, den Qualitätsvorstellungen von Simon. Mhm. Aber wie gesagt, wenn wir so als Deutsche da drauf gucken, wir sind ja so die Weltmeister in Präzision und Genauigkeit, gerade was so CNC-Sachen betrifft, da sagst du dann, du packst es aus und sagst einfach, wow, eine Oberfläche und so. Ja, das ist so, dass, also du kannst ja auch beim Voron zum Beispiel mal kannst du hingehen und kannst ja sagen, okay, je nachdem, welche Komponenten du dir nimmst, kannst du den ja auch, ich sag mal, günstig sourcen im Low-Budget-Bereich, aber auch sehr hochwertig, dass du bestimmte Motoren verbrauchst oder aber auch ein bestimmtes Board und. Da gibt es natürlich alle möglichen Kombinationen. Das ist halt die Freizügigkeit, die man beim Selbstbaukit hat. Und das finde ich auch an sich ziemlich cool, dass man da so sehr variabel ist, während man jetzt manchmal bei so einem Fertigdrucker wie dem K1 oder dem Bambus oder aber auch bei dem Flashforge schon, finde ich, ziemlich eingeschränkt ist. Und du hast da noch so eine minimale Ausnahme, finde ich, weil man kann halt die ganzen selbstgedruckten Teile, wenn sie einem von der Qualität oder so nicht gefallen hat, austauschen. Oder auch wenn sie von der Farbe einem nicht gefallen. Da kenne ich auch viele, die sich in MK4 bestellt haben und direkt alle orangenen Teile durch, was weiß ich, lilane oder grüne Teile ausgetauscht haben. Das überlege ich mir übrigens auch, ob ich das meinem Mini demnächst antun soll. Das ist ja, ich sag mal so, schon relativ gang und gäbe bei den Druckern. Und das finde ich so schön, dass man da so ein bisschen individueller sein kann. Es ist im Prinzip, ich vergleiche es immer gerne so im Kfz-Bereich. Es gibt einmal die Leute, die sich gerne ein normales Auto kaufen wollen, weil sie morgens von A nach B, also zur Arbeit und wieder zurückkommen wollen. Und es gibt die Leute, die gerne ihr Auto tunen wollen. Und dieser Selbstbaudrucker ist für mich so ein bisschen in die Richtung fast schon wie das Autotuning, nur halt auf 3D-Drucker gemünzt quasi, ja? Wo man dann Stück für Stück das austauschen kann, was man möchte und das auch weiterentwickeln kann. Was siehst du denn jetzt noch für Vorteile im Vergleich zum Beispiel zu so einem Fertigdrucker von einem Bamboo oder Creality, was da jetzt, ja. Der Vorteil für mich ist einfach, wenn dort was kaputt geht, ich beziehe das jetzt mal auf Deutschland, ich kriege an jeder Ecke Ersatzteile dafür. Egal, ob ich jetzt ein Hotend brauche, eine Heizpatrone, ein Thermistor, ein Heizbett, Mainboard, Treiber, ich kriege alles hier und muss nicht erst in China bestellen und muss dann halt 12 Tage warten, bis der Drucker oder 14 Tage, bis der Drucker halt funktioniert. Ja. Und du hast einen ganz entscheidenden Vorteil bei dieser Selbstbau-Bubble. Du kannst entscheiden, wie viel Qualität du mit den Bauteilen, also über die Qualität, einzelnen Qualitätsstufen, wie dein Drucker haben soll. Absolut. Also entweder sagst du, pass mal auf, mir ist das nicht so wichtig, wenn ich, ich sag jetzt mal, alle 5000 Stunden die Rails da rausschmeißen muss, dann kaufe ich mir halt so China-Rails. Ja. Der andere sagt, das ist mir alles zu blöde, ich kaufe mir Halving-Rails oder Schneeberger. Oder Mizumi. Dann, Rails von Mizumi sind sehr, sehr selten, aber die Lager halt, ne? Ja. Die LMU-Lager. Aber das ist dann halt so der Vergleich. Also so eine Halving hält deutlich länger, aber man muss halt pflegen, ne? Das ist bei allen Druckern. Ja, so, ne? Also wenn ich überlege, beim Ender 3 deine Rollen sauber machen musst oder ob du alle 2.000 bis 5.000 Stunden mal deine Rails sauber machst und neu ölst, ne? Absolut. Ich meine, beim Voron ist zum Beispiel mal so den 2.2, den ich da stehen habe, da habe ich die Mizumi die Profile bestellt und habe noch passend dazu die teuren Mizumi selbsthaltenden Schrauben mit dieser Federung drin bestellt.
Und da weiß ich noch, damals hat so ein Sack Muttern. Da hat so ein Sack Muttern mit, ich glaube, 100 Stück oder 200 Stück hat mich irgendwas um die 50 Euro gekostet. 100 Muttern. Ja? Geh mal in den Baumarkt und kauf dir einfach mal so ein, wie ist das, so ein 100er Pack Teenut-Muttern, ja? Da bezahlst du, keine Ahnung, 10 Euro dafür oder bei Amazon, ja? Bezahlst du nicht mal 10 Euro für. Das ist dann schon echt ein enormer Preisunterschied, den du für diese Sachen bezahlst. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das merke ich jetzt gerade bei dem Bau von dem 2-4er. Da habe ich mich jetzt dazu entschlossen, okay, ich nehme die Standard-Teenut-Muttern, um einfach die Bauteile am Rahmen zu befestigen. Das ist schon ein Unterschied, wenn die einem die ganze Zeit wegrutschen oder wenn du das einfach reinklemmst und das durch die Federung gehalten wird. Das sind so Kleinigkeiten einfach nur, ja, die dir das Leben leichter machen. Wo du dir dann aber sagst, okay, das ist schon ganz cool. Genauso das Board. Also gut, damals hatte man nicht viel. Ja, ich weiß noch, im 2.2 hatte ich damals einfach mal zwei, was waren es? SKR Turbo, 1.4 Turbo eingebaut. Oh. Ja, mittlerweile baust du da einfach ein Spider oder ein Octopus oder ein Krakenboard ein. Da ist dann schon gleich der, oder ein Skipper Mini, ein Skipper Board mit ein. Da hast du schon gleich den Raspberry Pi mit eingebacken. Da brauchst du also nicht mehr großartig hin und her entscheiden. Das ist natürlich auch schon ziemlich nice von der Entwicklung, die über die Zeit gekommen ist, was du da alles mittlerweile bekommst, ja. Aber. Genau. Ja. Da kommt es dann halt immer wieder drauf an, was du möchtest. Also gerade zum Beispiel bei den Druckerboards. Mhm. Also du hast jetzt gerade das MKS Skipper angesprochen. Mhm. Du hast das Octopus Pro. Mhm. Du hast das Spider angesprochen. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Also so ein MFP, V2, das Kraken, wo die Treiber halt mit drauf sind. Das ist der Einfachheitshalber geschuldet, ne? Und man muss halt überlegen, wo die Reise hingehen soll, was das Board kann, wie viel Lüfter ich steuern kann. Also dir bleibt halt eine große Auswahl heute. Ob da halt direkt ein Pi drauf sein soll, wie beim MKS Skipper oder beim MFP Manta, wo du halt auch ein ganz normales Compute-Modul von Raspberry draufstecken kannst oder halt ein CB1-Modul. Ja. Macht die Sache einfacher vom Kabeln her und kein zusätzliches Netzteil und solche Sachen. Wenn man halt nicht viel Platz hat, dann greift man häufig auf so eine Lösung von so einem M5P, MFP zurück. Also gerade bei so einem V0 zum Beispiel, da würde ich immer so ein Manta-Board nehmen, weil halt nicht viel Platz da ist. Ne? Ja, ich habe es bei mir, was war das, das SKR Mini? Oder wie heißt das nochmal? Ich weiß nicht mehr, mit gesteckt auf dem Raspberry Pi direkt aufgesteckt. Nee, im Pico. Sowas. Ja, das Pico dann mit dem Expander. Und genau. Ja, kann man machen, ja. Aber diese ganze Geschichte kann man sich halt so ein bisschen sparen, wenn man es halt alles auf einem Board hat. Ne? Klar, auf absolut. Her, ne? Gerade in so einem Nuller ist ja sowieso nicht viel Platz. Also richtig. Das ist ja, also da müsste ich halt schon mit Pinzetten drin arbeiten. Ich weiß, es war ziemlich kompliziert. Dann damals gab es diese kleineren Boards noch, glaube ich, noch gar nicht, als ich den gesourced habe. Und ich habe halt dann das Pico mitbestellt und habe gesagt, geil, endlich, ja, und fett, ja. Habe auch den Raspberry Pi zum Glück noch mitbestellt, bevor es da diese Knappheit sozusagen gab. Und das war schon echt ein Krampf, das ganze Kabelmanagement und alles drum dran in diesen kleinen Bauraum hinten rein zu quetschen. Aber es funktioniert wunderbar. Dafür wird der zweite dann ein bisschen kompakter und ein bisschen einfacher zu bauen, ja. Ja, das ist dann aber auch einfach der Entwicklung der Technik geschuldet. Richtig. Richtig. Und die entwickelt sich halt auch ständig weiter, was die Boards halt inzwischen können. Damals in meinem ersten VZ-Board, da war auch ein SKR 1.4 Turbo drin mit Expander, weil es halt nicht so viel Auswahl gab. Ja. Und dann fängt man an, irgendwann aufzurüsten, ne? Ja. Umzurüsten, umzubauen. Ich weiß noch, als das erste Five-Stack-Board Spider dann irgendwann angekündigt wurde oder zumindest mal da war und alle gesagt haben, boah, cool, endlich ein Board mit 8 Treibern, also mit 8 Motor, mit 8 Motorsteuerungen allem drum und dran. Boah, geil. Das hätte ich gerne, ja. Und mittlerweile ist es eigentlich schon für den Voron Standard. Ich weiß nicht, wie es beim VZ-Board aussieht, aber ja, da hast du halt beim Voron, bei dem 2.4 hast du halt unten ein festes Druckbett, festmontiertes Druckbett, ähnlich wie beim Delta-Drucker. Und dann hast du halt statt beim Delta-Drucker 3 Achsen, hast du halt 4 Z-Achsen, die hoch und runter fahren. Und hast halt natürlich nochmal die XY-Achse, die über A- und B-Motoren angesteuert werden. Das heißt, du brauchst da schon mal 6 Motoren plus nochmal ein Extruder, dann bist du bei 7.
da bist du gerade froh, wenn du 8 Steckplätze hast für die Motoren und 8 Stepper drauf, 8, wie heißt es, 8 Treiber drauf hast. Genau. Und das reicht dann vom Platz her gerade aus, aber damals hat man halt wirklich entweder mit 2 Boards arbeiten müssen, wie bei meinem Drucker jetzt, oder mit Expandern, wie bei deinem. Das war damals noch gar nicht so. Auch in der Pandemie wusste ich, wie viele Leute sich da, gefreut haben, dass endlich mal der erste Hersteller kam und gesagt hat, okay, wir haben jetzt ein Raspberry Pi mit am Board drauf, also zumindest mal die Architektur, dass wir quasi das Clipper und das Mainsail und alles drum und dran auch mit auf dem Board laufen lassen können. Dass du also nicht unbedingt dir nochmal einen Pi hast müssen teuer kaufen, ja, weil die waren damals 250 Euro oder so, was die gekostet haben. Die Zeit ist Gott sei Dank vorbei, aber es hat halt einiges an der Entwicklung vorangetrieben, muss ich sagen. Genau. Und was ich auch cool finde bei diesen Selbstbauddruckern ist halt, das war ja auch einer der Gründe, warum ich mir eingebaut habe, man ist von der Größe her relativ, das haben wir am Anfang gesprochen, von der Größe her relativ flexibel. Also ich kann jetzt von einem Voron Zero oder einem Red Rig Minion, ja, kann ich so kleine Drucker bauen, die halt mit einem 120er, 180er Bauraum kommen. Oder aber auch jetzt direkt mal, was ich jetzt als nächstes baue, ein 300er Voron 2.4 oder 350er oder vielleicht sogar noch größer, ja. Damals bei den 2.2 war es ja noch so, dass du sogar, glaube ich, ein 450er sich einer mal zusammengebaut hat. Der ist aber dann so groß, dass du den da aufbaust, wo du später stehen haben möchtest. Aber du musst halt nicht warten, bis halt ein Frozen Akku rauskommt. Oder du musst nicht warten, bis jetzt der neue K1 Max rauskommt. Oder dir halt ein K1 Max entsprechend ins Haus stellen, der dann vielleicht auch irgendwie von der Größe her für die Helme noch nicht ausreicht. Oder für die Sachen, die du, dass du es dir drucken möchtest. Oder ja, du hast vielleicht. Du musst halt skalieren, ne? Das ist halt. Richtig, genau. Oder vielleicht denkst du dir, okay, so ein Orange Storm von Elu ist vielleicht ganz groß genug, aber den kriegst du halt bei dir nicht untergestellt und du bräuchtest eigentlich nur die Hälfte von der Größe her. Das kannst du wunderbar skalieren, ja. Ja, da muss man halt aber auch gucken, ne? Also gerade für mich zum Beispiel ist so ab 400, 400er Bettgröße trennt sich da echt die Spreu vom Weizen. Und dann merkt man aber ganz schnell, dass alles, was größer als 400 ist, das ist so Redricks Sparte, ne? Weil der Rahmen, der Rahmen von einem Redrick, es sind halt keine 2020er Profile, ja, sind halt 30-30, meine ich. Und die ganze Sache ist halt viel noch extrem stabiler. Ja. Also weniger Schwingungen und Co. Und dann würde ich auch ab so einer Größe so immer einen Redrick bauen. Ja. Der Nachteil ist, wie du schon angesprochen hast, den musst du da bauen. Also wenn du jetzt so einen 500er Redrick baust, den musst du wirklich da bauen, wo der auch stehen soll. Weil sonst hast du keine Schnitte, das Ding unter Umständen durch die Tür zu kriegen. Ne? Ja. Gerade wenn du in so einem Altbau wohnst, wo die Türen halt ein bisschen schmaler sind. Get it. Ja, ich bin ja schon gespannt. Also den Elegoo Orange Storm, der ja kommt, das ist jetzt kein Fertigbaudrucker, aber das ist halt ein, ja, den musst du selbst aufbauen an sich, aber den kannst du auch nicht komplett fertig zusammengebaut liefern, weil das ist halt ein wandelnder Kubikmeter, ja. Den baust du halt auch da auf, wo er steht, weil das Ding wiegt 90 Kilo am Ende, ja. Sage und schreibe, ja. Ja, das kommt da auch noch dazu, ne? Ja. Aber es gibt ja auch noch andere Drucker und da war ich echt begeistert, als ich das gesehen habe, zum Beispiel mal Z100. Da haben wir gestern auch ein bisschen drüber geredet, bin ich gerade die Teile am Drucken. Ja, das ist eigentlich ein Projekt in Bezug auf Benji Speed Racing. Mhm. Also für das Benji Speed Racing Wettbewerb. Das ist einer der schnellsten Drucker dieser Welt. Ja. Das Interessante ist aber, der Drucker ist für ca. 350 bis 450 Dollar oder Euro zu sourcen. Richtig. Und ist gar nicht mal so klein, ne? Der ist jetzt, was für eine Größe hat der? 220 mal 220, richtig? Ich meine 180 mal 180. Okay. Basiert auf der Druckbettgröße von einem Ender 2. Ah, okay, das war's. Ich habe nur gesehen Ender und dann dachte ich, Ender 3, so 220, okay, aber das ist ja auch schon, ganz ehrlich, ist ja auch schon vollkommen ausreichend eigentlich an sich, ne? Ja, klar. Das ist halt, also es war halt ursprünglich ein reines Speed-Projekt und das kann er. Also er kann, wenn es sein muss, mit einer Beschleunigung von 100.000 fahren und das ist schon ordentlich. Also wie gesagt, es gibt da so ein Top 10 der Weltrangliste und da druckst du halt so ein Benji knapp bei 3 Minuten. Uff, okay, also, das hatte ich jetzt noch nicht gesehen, aber gut, okay.
Ob man das noch als Benji betrachten kann, sei jetzt mal dahingestellt, aber da gibt es ja hier so Richtlinien und da passt das rein und alles gut, ne? Ja. Ob das jetzt jeder für sich zu Hause haben muss, sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Aber so ein Drucker kann ja auch langsam und schön drucken. Also ist ja jetzt nicht... Ja, aber ich sag mal so, den Vorteil, den ich da dran sehe, oder die Schönheit an diesem Drucker, den ich sehe, also wenn jetzt einer ein Bamboo X1 oder ein P1S zu Hause stehen hat, ja, oder ein Creality K1 oder K1C oder irgendwas in Richtung, oder wie ich jetzt mit dem Flashforge, ich druck die Teile auf dem Flashforge, da brauchst du nicht mal einen geschlossenen Bauraum für, du kannst nämlich die ganzen Teile quasi in PLA drucken, von dem Rahmen. Genau, musst du ja auch. Richtig. Weil es gibt da Versuchstests in Bezug auf Schwingung. Ja. Für den Input-Shaper und so. Mhm. Und da ist PLA, also PLA ist ziemlich hart, ja, aber auch spröde. Ja. Und da hat sich PLA halt als bestes Material rausgestellt. Ja. Und gerade das macht's halt so interessant, weil man das Ding halt wirklich auf jedem dahergelaufenen Drucker quasi drucken kann zu Hause. Also egal, ob ihr jetzt einen Ender zu Hause stehen habt oder ob ihr einen Bamboo oder einen Creality da stehen habt, er spielt keine Rolle. Ihr könnt das Ding quasi selbst drucken und euch einen Zweitdrucker selbst drucken. Braucht dann natürlich nur noch mal so für ein paar Euro die Komponenten halt noch dazu. Die bin ich jetzt auch gerade am sourcen. Mhm. Und dann kann es losgehen mit dem Bau. Das finde ich auch schon ultra spannend. Und die Komponenten bekommt man ja auch alle bei Amazon quasi zum Beispiel mal. Ja? Da werde ich dann auch mal eine ganze Liste zusammenbauen und dann alles in einem Rutsch bestellen. Preislich kein Voron, kein VZ-Bot. Ja. Preislich finde ich das sogar recht angenehm. Ja. Man lernt seinen Drucker so ein bisschen kennen. Ja. Es gibt aber auch für den Einstieg gerade, also wenn man jetzt nicht unbedingt, ich sag jetzt mal, einen Core XY-Drucker haben möchte, gibt es halt auch andere Kits, ne? Oder beziehungsweise andere Projekte. Zum Beispiel der Lurch. Ja. Das ist ein Drucker, den kannst du an einem Arm zusammenschrauben. Ja. Absolut. So eine Art USA Mini, also vom Aufbau her. Und finde ich eine ganz tolle Geschichte, wenn jemand sagt, du, ich will jetzt einfach mal einen Drucker selber, also vielleicht ist die Person technisch versiert und sagt, pass auf, ich will jetzt einen 3D-Drucker, will aber nicht so viel Geld ausgeben, will aber eine gute Qualität haben. 120 Euro kostet der, ne? Je nach Ausstattung, ne? Ja, also, ja klar, Basismodell rede ich jetzt erstmal, ja. Sind halt, ich glaube, so $200 und gehen dann mit Linear-Rails und Direct-Extruder, je nachdem, was du da haben willst und ob du Marlin oder Clipper auf dem Board haben willst. Ich glaube, maximal 300 Euro. Ja. In Vollausbau. Oder 312 waren es, glaube ich. Ja, ja. Wollte ich mal. Reißt aber auf jeden Fall nicht so ein Riesenloch in die Tasche wie jetzt ein Voron oder sowas in Richtung, ja. Ja, genau. Und wenn du dann wirklich keine Lust hast, dann kannst du sagen, weißt du was, ich pack das Ding wieder ein und soll sich jemand anders dran freuen. Ja. Dann ist der Verlust halt nicht so groß, ne? Absolut. Ich sehe das. Wo wir jetzt, glaube ich, ja, auch an den Punkt kommen, wo viele frustriert sind. Sie bauen ihren Drucker und dann kommt, also das Bauen von so einem Drucker ist gar nicht das Problem. Egal, ob du einen Veron, VZ-Bot, ein Redwig oder sonst was baust. Ja. Sondern das Problem ist häufig die Software. Ja. Und die Profile. Ja, die Konfiguration, das ist die meiste Frage, die ich immer unter den Videos gestellt bekomme. Hey, ich habe jetzt zwar nach deiner Anleitung Clipper installiert, aber ich finde halt die Printer-Config für den und den Drucker jetzt nicht, den ich da umgerüstet habe. Kannst du mir empfehlen, wo ich die herbekomme oder was in Richtung? Ist so die meistgestellte Frage quasi immer unter den Videos oder auch im Discord, wo dann was gefragt wird, wo man das herbekommt. Ja, absolut. Genau. Jetzt stehst du da, hast deinen Drucker schön zusammengebaut und nichts läuft. Du hast keine Ahnung von Clipper, du hast keine Ahnung, wie du Clipper überhaupt erstmal installieren sollst, wie du das Mainboard flashen sollst. So, und dann die Konfiguration. Hast du das aber mal irgendwann durch, machst du deine ersten Drucker und sagst, boah, das sieht aber total Käse aus, was der da produziert. Aber da muss ich jetzt für dich ein bisschen vorgreifen, das ist eine kleine Zeitbubble. Für die Zuhörer ist es schon die Vergangenheit. Die haben nämlich schon den letzten Podcast mit Meteo vom Mainsail-Team gehört. Die wissen nämlich schon mal, dass das Mainsail-Team oder das Clipper-Team dieses Jahr noch ein Feature auf der To-Do-Liste hat für 2024, nämlich sowas wie ein... Nein, ich sag mal, ich weiß, ich krieg es gleich wieder von Meteo auf die Finger gehauen. Der sagt dann, nee, Maggie, das darfst du so nicht nennen, weil das ist es ja noch nicht, weil das ist nur so eine grobe Richthilfe. Aber so eine Art Installationswizard. Du gehst hin und packst dir quasi das Mainsail OS Image quasi auf deine SD-Karte drauf, bootest den Clip, den Raspberry Pi hoch
Und dann fragt er dich, okay, was für einen Drucker hast du? Und dann wird der quasi Stück für Stück eingerichtet oder was für eine Konfiguration hast du da stehen und dann kannst du das Stück für Stück einrichten. Du musst allerdings auch wissen, was für Komponenten hast du drin, also was für ein Temperatursensor, was für ein Hotend hast du drin und, damit der halt auch weiß, wie das funktioniert. Also es ist ein bisschen so eine Art Installationshilfe, dass ihr also die Konfiguration nicht komplett selbst entwickeln müsst. Ja, das haben sowas in der Richtung, ja, sowas in die Richtung, ja, das wollen sie jetzt so Stück für Stück wollen sie es einführen, dass auch für neue Kommunikation einfacher wird. Auch gerade in Bezug auf die ganze Geschichte für die Installation dem CAN-Bus zum Beispiel, um das alles zu vereinfachen. Mhm. Ja, müssen sie auch. Irgendwo müssen aber sie. Aber selbst wenn du dann einen funktionierenden Drucker da stehen hast, der Home tut, der Heizen tut, also alles das macht, was er eigentlich soll, ja, kommen wir dann an den Punkt, so, wir müssen unsere eigenen Druckprofile erstellen für den Drucker. Ja, absolut. Und zwar für alle Materialien, die wir drucken. Ja, absolut. Und das ist aus meiner Sicht Zeitfaktor 100. Ja, wobei das hat sich meiner Meinung nach, denke ich, auch ein bisschen eingefangen, da wir jetzt ja auch erstens Ellie Sprint Tuning Guide haben, den ich ultra genial finde. Ja, ja, das zählt ja noch eigentlich zur Einstellung für den Drucker. Das ist das, was du sowieso machen musst, wenn du so einen Drucker gebaut hast. Ja, aber du hast ja auch diese ganzen Flow-Tests und alles mit drin halt entsprechend. Und die sind ja auch mittlerweile schon im Orca-Slicer mit eingebettet. Ja, das macht die Sache jetzt leichter. Genau. Die Slicer, ja? Genau. Da gebe ich dir recht. Hilft dir aber zum Beispiel noch nichts, wenn du zum Beispiel deine zu extrudierende Länge von deinem Filament einstellen musst und so. Aber das ist so die Pre-Fight-Checklist, die du eigentlich machen sollst, nachdem der Drucker gestartet ist, gehockt hat, geheizt hat. Ja. So. Ich meine dann aber, jetzt hast du, also die meisten oder viele werden inzwischen wohl den Orca-Slicer benutzen, weil er halt recht einfach zu bedienen ist und auch viele Funktionen vereint. Ja. So, jetzt hast du dein Standardprofil da vorhanden. Jetzt druckst du das und siehst, boah, das sieht aber gar nicht toll aus. Jetzt fängst du an, das Profil zu tunen. Und da geht eine ganze Menge Zeit ins Land. Und zwar nicht nur dann, ich sage jetzt mal für PLA, für PETG, ABS, ABSX, ASA, ASA, CF, PA-Materialien. So, und meine Erfahrungen sind dahingehend, dass du mindestens, ich sag mal so, 1 bis 2 Kilo Material pro das, was du da anlegen willst, auch verbraten tust. Aber nur zum Kalibrieren, zum Justieren vom Drucker, Stellschrauben. Das geht ja auch nochmal. Das geht ja nochmal unter. Das ist auch der Grund, warum ich meistens, wenn ich einen neuen Drucker habe, meistens auf den Druckern immer nur PLA und ABS drucke, weil ich dafür einfach Standardprofile habe oder die Profile von den anderen Druckern habe. Und dann grob die Einstellung mache, sodass für mich okay aussieht. Und dann lasse ich es einfach sein, weil ich keinen Bock habe, das bei jedem Drucker so penibel einzustellen. Aber das gehört halt mit zum Prozess dazu. Ja, genau, das ist, da kommt halt so der innere Monk, also zumindest bei mir so durch, und sagt, pass mal auf, ich baue mir jetzt gutes Handwerkszeug, eine gute Maschine, eine hochpräzise, und dann soll die auch hochpräzise drucken. Ja. Und zwar nicht nur in Optik, sondern auch in Funktion, ne? Ja. Also Haltbarkeit von den Teilen und sowas alles. Und da geht Zeitfaktor 100 rein, definitiv. Ja. Also bist du dann einen Drucker hast, so einen Fire- und Forget-Drucker, würde ich mal behaupten, gehen so 1,5-2 Monate, je nachdem, wie viel Zeit du hast, auch vielleicht 3 Monate, gehen halt ins Land. Aber dann hast du eigentlich jetzt auch mit dem Orca-Slicer hast du ein genauso gutes System wie Bamboo Lab mit ihrem Bamboo Studio und ihrem Drucker. Also ich möchte es nicht nur mal auf Bamboo rumhacken, aber ich bekomme halt von dem einen oder anderen auch immer wieder gesagt, hey, guck mal, das kann ich über die Handy-App steuern oder so Richtung. Aber ich habe hier zum Beispiel auf meinem Handy, auch auf meinem Android, auf meinem Graphene-OS-Handy, habe ich quasi Mobile Riker drauf. Und da kriege ich auch immer Push-Benachrichtigungen, auch immer über Telegram. Wenn zum Beispiel mal jetzt, wie es über die Spaghetti-Detection oder über die künstliche Intelligenz erkannt wird, egal auf welchem Drucker jetzt, ja, das muss nicht unbedingt der K1 sein, das kann auch der Bruiser sein oder auch jeder Voron.
dass ich dann immer eine Benachrichtigung bekomme, hey, hier, da ist irgendwas mit dem Druck nicht in Ordnung, guck doch mal nach, ich habe ihn mal angehalten und sag doch mal, ob das okay ist oder ob du abbrechen möchtest. Das ist halt mittlerweile so ein Feature, was auch nicht nur bei Bambu verfügbar ist, man muss es halt nur einrichten einmal. Ja? Genau, also die ganzen Funktionen kamen ja nicht erst, seitdem Bambu Lab ihre Drucker auf den Markt gebracht haben. Richtig. Das ganze System da, sondern diese Systeme und Funktionen hatten wir im Selbstbaubereich schon viel, viel früher. Richtig. Also wir mussten es halt konfigurieren und einrichten. Genau. So, das war nicht halt auspacken und läuft. Richtig. Sondern das gab es schon vor Bambu. Da gab es Bambu noch gar nicht. Da gab es diese ganzen Geschichten. Da hast du halt auch unheimlich viele Vorteile drin, wenn du jetzt sagst, okay, also auf beiden Seiten, ja. Also ich verstehe es, wenn Leute kommen und sagen, okay, ich mag einen Drucker haben, hinstellen, fire and forget und der benachrichtigt mich, installiere mir die Handy-App und das funktioniert einfach. Ja, und ich brauche mir gar keine Gedanken machen, ich möchte einfach nur drucken. Auf der anderen Seite muss ich sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt den K1C jetzt zum Beispiel nehme, auch den K1 ist im Prinzip von der Firma her das Gleiche, da kann ich halt auch meinen Clipper komplett drauf installieren, kann das Creality OS komplett runterkicken und dann kann ich in das Clipper aber auch sowas wie zum Beispiel mal ein Spoolman einbauen. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was ein Spoolman ist, da wird es auch nochmal eine Folge drüber geben, die werden wir die Tage nochmal aufnehmen. Da kann ich so eine Art Spoolman mit einer Filamentverwaltung drin einbauen, die dann automatisch, wenn ich was gedruckt habe, sagt, ey, du hast jetzt so viel Material weniger. Finde ich ultra geil. Das gibt's halt bei Bambu noch gar nicht. Ja, auch nicht bei Creality oder sonst wem halt entsprechend, weil es halt so ein Open Source und DIY-Projekt sozusagen ist. Ja? Genau, und da kommen wir an den Punkt, wo du auch einen guten Punkt ansprichst, Open Source. Mhm. Egal, was wir zusammenbauen, wir haben Zugriff auf alle Technologien, richtig, die Clipper in Kombination mit Mainsail, Fluid oder was da sonst noch so alles gibt, anbietet. Und wir müssen nicht, oder wir sind jetzt nicht irgendwie kastriert, weil der Hersteller sagt, nee, zum Beispiel so ein Exclude Object, also so ein Objekt ausschließen beim Drucken, da musst du jetzt das höherpreisige Modell nehmen, sondern ich kann das auch, immer, wenn ich will, in meinem Ender 3 einbauen. Fangen wir mal ganz einfach ganz unten bei Basic Features an. Ich habe da unten den Two Trees SK1 stehen. Das ist schon ein schöner Einstiegsdrucker an sich für den Preis. Das ist vollkommen in Ordnung, was der druckt. Der hat aber einen Punkt, der mich echt wirklich annervt. Nicht, dass er komplett closed source ist, sondern im Gegenteil, der hat auch Clipper mit Fluid drauf, finde ich mega genial. Aber die haben das Ding halt so beschnitten, dass sie sagen, okay, du kannst nicht mal Updates für den Drucker machen, sondern erst dann, wenn halt der Hersteller Updates bereitstellt und dann musst du halt SD-Karte und eMMC flashen. Das finde ich halt nervig. Vor allen Dingen, weil die halt auch irgendwie so, ich weiß nicht, da sind Makros halt im, das ist jetzt so mal ein bisschen fachgesimpelt, aber sind Makros halt in der Printer-Config drin, aber sobald du die rausziehst und eine eigene Makro-Konfiguration reinpackst und nur auf diese Makro-Konfiguration in der Printer-Config verweist, kriegst du Fehler ohne Ende. Weil das System irgendwie nicht damit klarkommt, weil sie angefangen haben, drin rumzufuschen. Was da jetzt das Flipper bzw. Linux-System ist. Richtig. Die installieren im Hintergrund ihre ganzen Scripts und Plugins. Richtig. Quasi. Und wenn du halt so einen selber gebauten Drucker oder nehmen wir mal an, du baust jetzt halt, du nimmst ein Ender 6, reißt das Board raus, machst ein anderes Board rein. Ja. Machst Clipper da drauf, so, und dann fängst du an zu installieren. Ja. Jetzt gibt's aktuell zwei Lösungen. Die eine Lösung ist, du nimmst dir halt ein fertiges Image, packst das auf dein Pi, startet das ein bisschen in Mainsail oder Fluid, je nachdem, was du willst. Genau. So, dann hast du aber noch die Möglichkeit, ich lade mir jetzt ein Like-Image runter, die sind so 400 MB groß, genau, und installiere dann Clipper wirklich Stück für Stück komplett nackt mit Kiao, also Clipper, richtig, Update, Installationshelfer. Genau, hier ist dir deine Firmware selbst für das Board und alles, ja. Und machst das halt alles, das musst du ja bei Mainsail OS auch machen oder bei Fluid OS. Ja, so haben wir es am Anfang, habe ich es ganz ehrlich beim CRC, als ich den ersten gebaut habe, wo dann damals, da gab es noch gar keinen Mainsail in dem Sinne, da gab es, das ist Octoclipper, ja. Da hast du dir im Prinzip auch deine Firmware erstmal selbst komplett für den Drucker generiert. Und das ist halt, ja, und das machen die Hersteller halt jetzt auch, die entdecken das jetzt gerade erst für sich so ein bisschen. Ja, da habe ich auch mit Meteo drüber gesprochen. Bei Creality ist es ja so, die haben ja nicht wirklich viel am Clipper jetzt zum Beispiel mal geändert. Es gab aber schon direkt Beef zwischen dem Entwicklerteam von Clipper und Creality, weil die halt, was weiß ich, ein paar Makros gehardcodet haben. Das ist wahrscheinlich beim Two Trees genauso. Und halt nochmal ein, was war's? Was war das nochmal? Die haben nochmal
Stimmt, eigene Error-Codes definiert für das Display halt entsprechend oder zur Ausgabe auf dem Display oder am Frontend entsprechend. Und dann haben sie gesagt, okay, das ist kein Clipart drauf oder so Richtung. Es gab einen riesen Beef damals am Anfang, wobei ich sage, das ist gar nicht schlimm, dass sie das machen, weil es ist zwar nicht schön vom Code-Technischen her, aber es ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Und das beschränkt einen aber schon so in der Firmware. FlashForge zum Beispiel mit dem Adventurer 5M hat Clipper drauf, aber halt kein Moonraker und damit halt auch zwangsweise keine Web-Oberfläche wie jetzt zum Beispiel mal Mainsail oder Fluid. Und das ist auch gar nicht möglich, weil das Ding halt, ich glaube, 128 MB hat an Arbeitsspeicher. Ja, du kannst vielleicht mit Biegen und Brechen komm raus, das Ganze nochmal mit den zwei Sachen bestücken, aber es ist halt nicht zweckdienlich, ja? Ja, und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, den du jetzt gut ansprichst. Mhm. Und zwar, aktuell kenne ich keinen out-of-box geklipperten Drucker, der wirklich natives Clipper verwendet. Doch. Also wirklich natives Clipper. Gibt es sogar eine ganze Reihe mittlerweile? Nee, egal ob sowohl Pro, die haben immer noch ihre eigenen Scripts und Plugins in den Drucker. Ich habe neulich sowohl SV07 Plus hier gehabt. Mhm. Es kam ja eine neue Clipper-Version und dann musste das Board geflasht werden. Also der Meteor hat mir gesagt, es gibt diesen von Peopoli, den Magneto X. Der hat ein natives Clipper mit einem Orange Byte drauf, was ich schon mal ziemlich cool finde. Das ist aber eine Sonderstellung, weil der Drucker ist was ganz, ganz Besonderes, der Magneto. Mhm. Derjenige, der das Ding gebaut hat, kam halt auch aus dem Selbstbaubereich. Ne? Aber ich rede jetzt von den großen Herstellern. Egal, ob es Reality... Also es gibt auch zum Beispiel mal Lulzbot, kennst du auch, oder? Ja. Die bauen auch ihre aktuellen Drucker, sind sie gerade einen nach dem anderen am rausbringen, hat mir Meteor erzählt, wo sie auch natives Clipper drauf haben. Das Einzige, was die machen, ist zu sagen, okay, wenn wir ein Firmware-Update rausbringen, also der Benutzer kann jetzt nicht automatisch Mainsail oder Clipper updaten, sondern er muss warten, bis der Hersteller das freigibt, weil sie die Konfiguration drauf anpassen wollen. Dass sie also sagen, okay, das beides passt zusammen, das greift ineinander, was ich auch okay finde, ja? Ja, aber das sehe ich dann schon für mich jetzt zum Beispiel als nicht mehr natives Clipper. Okay. Das hatte ich ja bei dem Sovo, bei dem S107. Mhm. Du hast halt also gerade wenn du in die Konfiguration reinschaust, wenn da nicht drinsteht in den Update Manager, dass es halt stable Clipper ist und dann auf irgendeinen Issues verlinkt ist, dann weißt du ganz genau, das ist halt kein natives. Und das war halt das Problem bei dem Sovo zum Beispiel. Mhm. Die Leute, die es gemacht haben, haben ein Riesenproblem, weil sie halt keine Verbindung mehr zu ihrem Board kriegten. Ne? Ja. Jetzt müssen die halt hoffen, dass der Hersteller was bringt oder du musst halt selber tätig werden. Das ist halt das, was ich auch bei Creality zum Beispiel mit dem Sonic Pad kritisiert habe, wo ich auch ziemlich viel, ich sag mal, Gegenwind bekommen habe von den Zuschauern, dass ich gesagt habe, hey, pass mal auf, wenn dein Drucker nicht unterstützt wird, und das war bei mir damals der Ender 3 Pro, egal ob der modifiziert ist oder nicht, weil wenn der nicht modifiziert ist oder modifiziert ist, das kannst du immer noch in der Printer-Config anpassen, ja? Also, dass die Bauraumgröße ein bisschen anders ist, ist jetzt kein Grund, dass der Drucker gar nicht angesteuert werden kann über das Clipper. Ja, sag ich mal so. Und da gab's halt auch von Seiten Creality nicht mal einen SSH-Zugang oder sowas in der Richtung, dass du drauf konntest in der Hinsicht, um da noch, was weiß ich, ein paar Änderungen vorzunehmen. Und das finde ich ist auch schon diese Beschränkung, die man hatte, um den Benutzer nicht reinzulassen. Genau. Ja, das ist unnötig, finde ich. Weil man macht sich dadurch die schönen Geräte, die man hat, die schöne Hardware, die man hat, eigentlich unnötig kaputt. Ganz genau. Und das ist, also die Hersteller versuchen natürlich, die ganze Geschichte so einfach wie möglich zu machen, wie jetzt, wie du angesprochen hast, mit dem Reality Sonic Pad. Mhm. Es kam ja dann noch so ein oder zwei andere Pads, zum Beispiel das Big Tweetech Pad. Bin ich ein Riesenfan von, Was wirklich offen ist. Ja. Also das ist ja quasi Display mit Pi hinten dran. Richtig. Und du kannst also mit CB1-Modul und kannst es dann durch das CM4 austauschen, genau. Ja, also da bist du ja echt offen. Ja. Aber das ist halt nicht nur auf eine Herstellergeschichte beschränkt. Und das war ja bei dem Sonic Pad am Anfang ein Riesenproblem und dann auch die Geschwindigkeit bei dem Sonic Pad. Ja. Das war auch ein Riesenproblem, dass hinterher Reality gesagt hat, so, wir lassen jetzt auch andere Möglichkeiten zu, also andere Hersteller.
kam ja dann auch erst später, aber das ist mehr eine, so eine beholfene Funktion aus meiner Sicht, ja. wie das wirklich nützt. Ne? Wobei ich sagen muss, ich habe damals auch gesagt, ich habe ganz ehrlich, Creality hat damit geworben auf der Webseite, es funktionieren alle Drucker damit eigentlich oder fast jeder Drucker funktioniert damit und wenn ich mir das Ding dann kaufe und nicht mal der Ender 3 Pro damit funktioniert, da habe ich ziemlich viel Kritik bekommen, dass ich sowas behauptet, aber im Prinzip ist es ja so, ja, also wenn man damit schreibt, hey, es funktioniert so gut wie mit jedem 3D-Drucker oder mit with any 3D-Printer, dann musst du auch das, den any 3D-Printer damit unterstützen. Das bedeutet für mich auch ein Ender 3 Pro oder aber auch ein, was weiß ich, alle Drucker, die jetzt wirklich eine Clipper, also jetzt nicht ein Prusa, ja, weil ich weiß, okay, beim Prusa musst du Hardware-Veränderungen durchführen, damit du Clipper drauf spielen kannst. Aber zum Beispiel mal, was weiß ich, ein Anycubic Cobra oder auch ein Elegoo Neptune, ja, sowas in der Richtung, müsste dann eigentlich rein theoretisch auch unterstützt werden können. Und das war es halt einfach nicht. Ja, das sollte es eigentlich. Mhm. Was ich halt taktisch unklug fand, also gerade bei dem Sonic Pad, wieso hat der Hersteller es nicht hingegangen und hat gesagt, alle Drucker, die wir jetzt im Programm haben oder hatten, könnt ihr damit benutzen. Ja. Und das war ja halt nicht der Fall. Und Richtig. Das wäre für mich als Kunde gerade... Weil so eine Einfachheitshalber, ihr könnt jetzt Clipper benutzen und das für jeden, der auch nicht technisch versiert ist, echt von einem großen Problem gestellt wird mit dem Sonic Pad, wenn du halt nicht den passenden Drucker hast, der halt da unterstützt wurde. Richtig. Und Samsung hat das ja auch mit dem Speedpad für die ganzen wie heißen sie? Du meinst die Q-Drucker? Q5 ja, genau. Und Q? Ja, die haben das ja auch im Speedpad. Da muss man halt auch technisch das ändern, wenn man das halt einen anderen Drucker benutzen will. Aber die sagen, nee, mit dem Teil könnt ihr wirklich nur unsere Drucker bedienen. Ne? Was ja auch das okay Leute, ist erstmal vom Marketing her. Ja. Was okay und vollkommen okay. Und das war auch so suggeriert vom Hersteller. Um jetzt nochmal die Brücke zurück zu unserem Hauptthema zu bringen. Und zwar Selbstbaudrucker. Das ist halt die Freiheit, wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Raspberry Pi oder mit einem Board arbeitest, wo du auch das Clipper und die Firmware quasi drauf installieren kannst, dann hast du halt solche Probleme in der Hinsicht erstmal nicht, weil du halt im Prinzip natives Clipper drauf installieren kannst. Ja, egal, ob das jetzt mit Mainsail oder Fluid ist. Ja, das finde ich schon mal ziemlich genial. Und ich verlinke nochmal unter dem Podcast nochmal diese ganzen, auch deinen YouTube-Kanal. Du hast einen YouTube-Kanal, richtig? Ja, habe ich. Seit neuestem. Und du hast auch einen Twitch-Kanal, wo du öfters mal, was machst du da? Baust du da Drucker zusammen live direkt vor der Kamera? Oder? Ja, also aktuell bin ich ja den 330er am Zusammenschrauben. Mhm. Danach, wenn das fertig ist, wird sicherlich nur das ein oder andere Projekt noch kommen. Es werden sicherlich auch so mal so Quatsch Streams werden, es werden Reviews auf YouTube kommen, zu dem einen oder anderen speziellen Drucker. Also jetzt nicht so ein Quality oder so ein Bambu oder so ein Fusa. Also nichts gegen. Also ich mag die Drucker alle, nicht falsch verstehen. Aber ich bin dann jemand, der weiter über den Tellerrand hinausgeht. Es gibt ja noch viele andere kleine Hersteller, die halt faszinierende Technik auf den Markt bringen, die eigentlich fast keiner kennt. Und die wirklich sau gut sind. Ja. Das wird so mein Hauptaugenmerk mal auf dem YouTube-Kanal und Twitch bleiben. Mhm. Was daraus wird, werden wir sehen. Ansonsten, und wenn nur fünf Leute zugucken, gucken halt nur fünf Leute zu. Das interessiert. Ich verlinke mal deine Kanäle alle unten in der Videobeschreibung, genauso wie die Projekte für den Voron VZ-Board und V100. Da müsst ihr aber beim V100 schauen, da gibt es mittlerweile ein neueres und älteres Projekt auf Printables. Ich verlinke euch das aber alles nochmal unten in der Videobeschreibung mit den entsprechenden Hinweisen. Und ich sag mal so, Marius, wir sind jetzt schon über eine Stunde fast dabei. Ich glaube, das ist für einen Podcast mehr als genug. Ich glaube, wir könnten noch mal 2-3 Stunden weiter quatschen. Werden wir auch wahrscheinlich jetzt noch mal irgendwie im Discord nachher. Ja. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das war sehr unterhaltsam und auch sehr spannend. Wenn euch das jetzt gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Abonniert auf YouTube. https://youtube.com/@makeorama. Und
Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielen lieben Dank, Marius. Und in diesem Sinne, HODL the line, happy printing und ciao. Ciao.